Er ist da. Ja, ich war vorher schon kurz online, aber da hat der Stream nicht funktioniert. Da waren schon zwei schneller als du, um fair zu sein. Aber jetzt, seit dem Reboot, bist du der Erste. Immerhin. Sadala. Heute streamen wir das Spiel mal live. Weil ich nicht mehr mit den Folgen hinterherkomme, ehrlich gesagt. Deswegen jetzt hier live, damit... auf YouTube nicht so, ne, die Folgen im Verzug kommen, quasi. Jedes Mal ein anderes Spiel dran. Wahnsinn. Ja, schon irgendwie, ne? Es gibt immer wieder so Reihen, die ich dann gerne auch im Stream durchspiele, vor allem so Klassiker, die mir selber gut gefallen und die ich euch zeigen will. Aber wie No More Heroes jetzt zum Beispiel. Aber am liebsten würde ich echt fast in jedem Stream was anderes machen. Naja, gut. Machen wir weiter mit Generation Zero, wo wir bei den Let's Plays aufgehört haben. Der Fallout-Guy. Ja, ich weiß, das bin ich, glaube ich, für viele, weil das natürlich auf dem Kanal auch eine große Rolle spielt. Aber privat, muss ich sagen, spiele ich einfach absolut alles und bin auch an absolut allem interessiert. Also, der Kanal ist zwar sehr Fallout- und Resident Evil-lastig und ich mag die beiden Reihen auch wirklich gern, aber für mich persönlich haben die jetzt gar keinen, also ich sag mal, höheren Stellenwert als hunderte von anderen Spielereien eigentlich. Da bin ich gar nicht so. So, ich muss mich erstmal wieder kurz orientieren. Als ich die letzten Folgen aufgenommen habe, das ist schon wieder ein bisschen her. Ich habe ganz viel Erweiterungen und Stuff in meinem Inventar. Ich muss mal gucken, ob wir das brauchen können. Nein! Oh, das passiert mir jedes Mal. Ich hasse es, wenn mir das passiert. Was habe ich denn jetzt wieder rausgenommen aus der Schnellwahlleiste? Das hier. Sadala, ich wollte eigentlich gucken, ob ich irgendwas dran bauen kann. Von den Modulen, die ich habe, weil wenn nicht, kommen die alle in die Box. Moment, da war ich gerade, oder? So. Dann hätten wir noch die Pistole. Nö, genau. Dann kommt alles andere in die Kiste. Oder wir zerlegen es gleich. Zerlegen wir es gleich. Brauchen wir nicht. Ich muss echt erst... Ich merke, dass ich echt wieder reinkomme. So lange ist es jetzt auch wieder nicht her eigentlich. Aber ich muss echt erst wieder ein bisschen hier das Gefühl kriegen. Ich habe zu viel Cyberpunk gespielt. Moment, zerlege ich jetzt Sachen, die ausgerüstet sind? Ich glaube schon. Ah, das hätte ich gern lieber nicht gemacht. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Naja, schauen wir mal auf die Karte. Wir sind hier in unserem Safe House. Danke, das ist nett von dir. Man kann nur hoffen, das ist eine Nebenmission, die wir haben, oder? Zerstöre in der Ackerlandregion genügend Maschinen, um einen vollständigen... Ah, ein vollständiger Barcode. Aber das ist die Hauptmission, ne? Jetzt lass mich mal kurz in unseren Log schauen. Hauptmission? Zerstöre die Maschinen im Ackerland, genau. Die Nebenmission haben wir hier. Die wären jetzt ganz in der Nähe. Suche den Standort des Bunkers Garven. Entdecke den Steinhaufen auf dem Hügel in der Nähe. Was? Warum? Ein Mann namens Johann hat seiner Frau Steffi einen Zettel hinterlassen, auf dem steht, dass er bei einem Steinhaufen auf einem Hügel in der Nähe einen Notfallvorrat für sie deponiert hat. Und wir klauen den jetzt einfach. Das ist aber auch nicht sehr nett. Genau, das ist das 80er-Jahre-Schweden-Spiel, das auch auf dem Kanal eben, auf dem Let's Play-Kanal aktuell im Grunde täglich, also entweder in Doppelfolgen und dann nicht täglich oder in täglichen 20-Minuten-Folgen läuft.
Finde den Unterschlupf auf Nora. Wisst ihr was? Machen wir die Nebenmission, oder? Warum denn nicht? Weil die ganz in der Nähe sind. Hier ist es gar nicht weit, nämlich zu der Nebenmission. Da radeln wir jetzt hin. So, Fernglas habe ich hier. Ah, ich habe einen freien Slot. Wartet mal schnell. Da könnte man noch was ausrüsten, nämlich an so Fallenzeugs oder sowas. Ein Druckluftbehälter. Warum nicht? Den sprengen wir in die Luft. Hi, Metatron, wie geht's? Ein Spiel, wo man Rad fahren kann. Ja, ich finde es auch cool, dass das Rad hier das Standardfortbewegungsmittel ist. Ich hätte nur ehrlich gesagt gern mal mehr Räder. Es gibt irgendwie bis jetzt nur ein Rad. Ich bin gespannt, ob man noch andere Räder freischaltet. So ein bisschen eine Rad-Pimp-Mechanik in so einem 80er-Jahre-jugendlichen Spiel hätte mir gut gefallen. Leider ist es nicht so cool wie in San Andreas damals. Oh, da hat mich schon wieder was gesehen. Weil in San Andreas musste man ja wirklich quasi treten. Da musste man ja einen Knopf drücken, damit man tritt. Und je schneller man tritt, die Pedale, und je schneller man den Knopf gedrückt hat, desto schneller ist man geradelt. Das war ziemlich cool, finde ich. Das hat mir echt gut gefallen. Ich bin in San Andreas wirklich überall immer nur mit dem Mountainbike hingefahren. Durch die Gebirge auch. Das hatte ja große Gebirgsregionen auch so. Ja, Gebirge ist, glaube ich, das Falsche, aber ja. Das war cool. Das hat mir gefallen. San Andreas war schon ein lustiges GTA. Mir geht's auch gut, danke schon. Ich war schon verwundert, dass du so spät anfängst. Warum? Na gut, ich musste den Stream mal neu starten, weil es nicht funktioniert hat. Deswegen wahrscheinlich. Weil das erste Mal bin ich Punkt 19 Uhr online gegangen. Was ist denn das? Ach, das ist eine fliegende Drohne. Und da sind Hündchen. Und da ist ein großer Humanoider. Und da ist aber eine Satellitenschüssel, die wir zerstören könnten. Heilige Kartoffel! Was bist du denn? Mein Gott! What? Verdammt! Ich hab Angst. Es gibt noch größere. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt mit dem anlegen soll. Mit dem allein würde ich mich vielleicht schon anlegen. Aber dass der noch Hündchen und einen Humanoiden als Freunde dabei hat, macht mir echt ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich bin besorgt. Ach, du grüne Neune. Naja, YOLO. Ich wollte eh rausfinden, was passiert, wenn man irgendwann mal wirklich, wirklich stirbt. Ha, eine Kartoffelerntemaschine. Vielleicht. Sieht ein bisschen aus wie ein Mac mit dem Ripley, die Alien-Königin platt macht. Ich finde, aus irgendeinem Grund hat er was von einer Krabbe. Ich weiß gar nicht genau warum, aber für mich ist der eine Krabbe. Vielleicht war er so große. Oder ein Gorilla. Ja, das ist es, ein Gorilla. Den nennen wir ab jetzt Gorilla. Dann gibt es jetzt quasi die. Die Humanoiden, für die brauchen wir noch einen kürzeren Namen. Huma. Die Humas, die Hunde, die Gorillas und die Drohnen. Eieiei, ich muss hier alles verminen. Ich muss hier alles verminen, wenn ich mich mit dem anlege. Was haben wir hier? Rohrbomben, oder? Heilung ist gut. Lass mich kurz nochmal schauen. Habe ich nicht wirklich Minen? 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 Die habe ich irgendwann mal alle gelegt, wo ich sie gar nicht gebraucht hätte, glaube ich. Die Minen, 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 Minen. Ich könnte die auch mit dem Radio anlocken. Könnte man machen, ne? Ja, Katze, was ist denn? Was ist denn mit dir? Dammit, ich habe meine ganzen coolen Sachen, die ich jetzt wahrscheinlich echt brauchen könnte, schon verbraucht. Aber ich stelle mal hier noch was hin. Und da bei dem kleinen Bäumchen noch ein Backup-Sprenggefäß.
Und jetzt werfe ich hier das Radio hin. Oh, muss ich das noch anmachen? Nee, muss ich nicht. Oh Gott. Ich glaube, ich wurde gerade gesehen. Damn it. Damn it, ich sterbe schon. Ich sterbe jetzt schon. Habe ich zufällig echt nur noch so wenig Erste-Hilfe-Päckchen? Ah, das, ich bin ja super vorbereitet hier. Shit. Dass da seitlich neben mir auch noch einer ist, hat mich jetzt echt ein bisschen aus dem Konzept gebracht und meinen Plan ganz schön ruiniert. Dammit, ich hatte echt einen Plan. Tja. Okay, wartet, ich habe trotzdem noch einen Plan. Und zwar ganz schnell. Ich weiß nicht mehr, Ansicht wechseln. Hacken. Habe ich ihn erfolgreich gehackt? Man weiß es nicht. Das Feedback in dem Spiel, wenn es ums Hacken geht, ist nicht super. Ich glaube, ich gehe zurück in die Kirche. I'll be back. I'll be back. Ist man in dem Safe-Raum wirklich safe oder kommt zumindest die Hunde hier vielleicht rein? Ich bin mir nicht sicher. Ich verstecke mich hier mal. Da hat gerade wer wie ein T-Rex gebrüllt oder so. Ach Gottchen, wo sind wir denn hier reingeraten? Hey, ich hatte doch 1 Milliarde Erste-Hilfe-Pakete. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ist man hier drin wirklich sicher? Das könnte man ausnutzen. Vielleicht kann man hier ein bisschen die doofe KI der Gegner ein bisschen ausnutzen, manipulieren, wenn man hier in die Safe-Räume geht. Haha! Yeah! Wisst ihr, was cool wäre, wenn ich jetzt die Waffe nehmen könnte? Wo, in welchem Film, in irgendeinem, oder irgendeinem Spiel, irgendwo geht das? Schon Cyberpunk angezockt. Ja, ich habe das jetzt das ganze Wochenende gespielt. Und ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr gut. Trotz Totalversagen von Management und PR und ne, allen oberen Riegen bei CD Red haben die Entwickler da wirklich was richtig, richtig Überzeugendes abgeliefert. Ich meine, ich spiele es auch auf der PlayStation 5, muss ich dazu sagen. Ich habe gehört, auf den alten Konsolen ist es wirklich schlimm. Ich habe es selber nicht getestet. Ich kann nur von Hörensagen reden. Das ist natürlich uncool. Aber wenn es funktioniert, dann ist es schon faszinierend. Okay, also das funktioniert echt toll, dass man hier die dumme KI oder die komischen Regeln des Spiels halt einfach gegen die KI einsetzt. Das ist ein Haus Gottes! Hier kommt ihr stählernen Dämonen nicht rein. Oder so. Funktioniert die Logik wahrscheinlich. Cool, dann können wir uns nämlich in Ruhe um den Großen kümmern. Oh oh. Also die Geschichte des Spiels ist auch ein bisschen, die wird halt in so Textdateien und sowas erzählt, so ein bisschen, man weiß noch nicht viel, aber im Großen und Ganzen ist es so ein bisschen Paralleluniversum, wo Schweden quasi im Kalten Krieg aufgrund von der russischen Bedrohung eine große Militärfinanzierungsoffensive gemacht hat und im Grunde das Militär vollständig automatisiert hat. Und in den 80er Jahren auf einer Insel, auf einer kleinen schwedischen Insel, ist jetzt hier plötzlich der Shit los. Und keiner weiß, was los ist. Also wir sind quasi ein Jugendlicher, der von einem Ferientrip mit Freunden zurückkommt und war irgendwie total abgeschnitten von der Welt und keine Ahnung überhaupt, was so ne, passiert ist. Und plötzlich kommt man wieder zurück mit dem Boot auf seiner Heimatinsel und alle sind verschwunden. Und manche auch tot. Und überall sind Killerroboter. Und keiner weiß, was los ist.
Das ist wie Tales from the Loop. Das kenne ich nicht. Ich habe schon. Es gibt eine Folge von Black Mirror auf Netflix. Die geht auch in die Richtung so ein bisschen. Die ist gut. Die ist gut. Das ist eine gute Folge. Aber da geht es im Grunde genau darum, dass Roboter, kleine Militärroboter im Grunde durchgedreht sind und einfach alle Menschen jagen. Und im Endeffekt kann man nicht viel gegen die tun, außer sich verstecken und weglaufen und leise sein. Und wenn die einmal auf den Kicker haben, ist es blöd. Tja, wo sind jetzt deine Schwachstellen? Oh Gott, was machst du da? Das ist gefährlich, glaube ich. Oh oh, hat er gerade einen Verbündeten beschworen? Ist da noch ein Humanoider? Anscheinend. Noch ein Huma, er kommt direkt auf mich zu. Oh nein, das ist aber nicht nett, dass der das kann. Ich glaube, das Spiel spinnt ein bisschen gerade. Darauf bin ich nicht vorbereitet. Vor allem kommt der mit Raketenwerfern daher. Au. Cool, das ist ja schon irgendwie. Aber verdammt nochmal. Ich weiß wirklich nicht, wo der seine Schwachstellen hat. Das wird echt gefährlich. Hey, der hat den gerade direkt vor meinen Augen beschworen. Komm schon, Spiel. Das ist ein bisschen lame. Kannst du das nicht ein bisschen graziler machen? Ui, war das knapp. 7 HP ist nicht so viel. Okay. Ich habe so einen Heilmittelverschleiß. What? Ich glaube, der hat mich gerade mit irgendwas durch die Wiese gewumst. Komm schon. Komm schon. Da oben hat was geblitzt. Aber jetzt bin ich, glaube ich, tot. Ich brauche dringend bessere Ausrüstung, merke ich. Der Spaß ist jetzt vorbei. Die Schonfrist des Spiels ist vorbei. Jetzt wird's ernst hier. Carter, ich kann gerade leider nicht mit dir spielen. Tut mir sehr leid. Ist gerade ungünstig. Nein, bitte, Carter. Echt jetzt. Nein. Ich muss hier gerade im echten Leben die Katze abwehren. Oh, shit. Ich versuche gerade hinter den zu kommen, weil schnell ist er ja nicht unbedingt, aber immer noch zu schnell für mich. Oh Mann, ey, ist der frustrierend. Wenn ich auf Abstand gehe, schießt er seine Raketen. Wenn ich zu nah rangehe, dann macht er seinen Pumpernickel-Move. Nein, Waffen wechseln. So, jetzt. Den meine ich. Ich komme nicht mal zum Nachladen von meinem langsamen Arschgewehr hier. Ach komm schon, das ist ein bisschen nervig. Oh, ich glaube, ich habe da oben Schnachschnellen gefunden. Und ich bin tot. Aber ich habe noch ein bisschen Adrenalin. Aber viele ist es nicht mehr. Okay, ich glaube, wir sind jetzt zumindest auch an dem Punkt angekommen. Vom Spiel her, von der Schwierigkeit her, wo Looten wichtiger wird. Ich habe mich doch noch drüber beschwert, dass Loot so unnötig in dem Spiel ist, weil man irgendwie nur immer das Gleiche und zu wenig findet und so. Ich glaube, ja, die Zeit, das ist jetzt vorbei. Hey, kommt schon, der macht ein bisschen viel Schaden. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Ich schaue gleich wieder in den Chat, wenn wir hier fertig sind. Gerade ist ein bisschen schlecht.
Oh, ich glaube, jetzt bin ich wirklich tot, oder? Aufgeben. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Absolut gar nichts. Gut. Ich hab's gehofft. Ich hab's gehofft. Es hätte nämlich auch sehr gut sein können, dass das Spiel jetzt sagt, so, jetzt verlierst du aber alles, was du hattest. Wie in Dark Souls so ein bisschen. Mensch, der bombardiert hier noch die Kirche total. Krass. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit für den Gegner.